Hallo und herzlich willkommen vor 10% meines Bücherregals. 5%. Wie dem auch sei, ich kann heute leider nicht raus, weil ich schaff's nicht und es ist schon dunkel und ich komme ins Hintertreffen und soll morgen Videos hochladen. Und daher bin ich etwas hinten dran und daher machen wir das jetzt so, das ist mal schon wieder leider Gottes, das fällt jetzt auch noch mit der Forstgeschichte zusammen, die ja auch Indoor-Videos sind. Aber jedenfalls gibt's schon wieder ein Indoor-Video. Ich wollte euch ja noch was zum Fuchsbandwurm erzählen. Beziehungsweise wir müssen da noch mal ein bisschen diskutieren über das, was jetzt nach den Kommentaren so dabei rausgekommen ist. Ich habe jetzt mal auch eben durch die Kommentare und auch noch mal ein bisschen weiter recherchiert und festgestellt, dass es so drei Gruppen von Fuchsbandwurm-Theoretikern gibt. Es gibt die Wissenschaftler im weitesten Sinne, also Ärzte, Naturwissenschaftler, Biologen, all sowas. Die sagen, wir kennen das Risiko vom Fuchsbandwurm nicht, aber grundsätzlich ist eine Infektion über Nahrung sehr wohl möglich. Es gibt kein Argument wissenschaftlicher Art, was dafür sprechen würde, dass das nicht gehen soll. Wenn man ein Fuchsbandwurm-Ei verschluckt, dann kann man davon infiziert werden. Das ist definitiv Fakt. Es gibt kein Argument, was da in irgendeiner Form dagegen sprechen würde, weil das auch der normale Infektionsweg mit Fuchsbandwurm-Eiern ist und unser Magen kann nichts, was ein Fuchsbandwurm bzw. ein Mäusemagen oder ein sonstiger Magen eines Tiers, das von Fuchsbandwurm als Zwischenwirt gerne genutzt wird, weil sie sind ja für den Fuchsbandwurm quasi zwar ein Fehlwirt, aber ein Fehlwirt ist eher am Zwischenwirt dran als am Endwirt. Aber wie dem auch sei, jedenfalls, es gibt nichts in unserem Magen, was irgendwie den Anschein machen würde oder irgendein Indiz dafür wäre, dass unser Magen in der Lage wäre, Fuchsbandwurm-Eier zu zerstören, wenn man die schluckt. Demzufolge kann man logischerweise auch durch den Verzehr von Fuchsbandwurm-Eiern infiziert werden und es geht auch, und das ist sogar recht bewiesen, durch Einatmen. Und es gibt beide Infektionswege und nur weil man nicht nachweisen kann, dass es mal einen Fall gab, der eben durch Verschlucken von Fuchsbandwurm-Eiern jemand infiziert wurde, das kann man zwar nicht nachweisen, aber das liegt schlicht und ergreifend eben daran, dass kaum jemand irgendwelche Beeren im Wald futtert, die vom Fuchsbandwurm befallen sein könnten, weil die meisten ja eben auch diese Angst vom Fuchsbandwurm ja auch zu Recht haben und die allermeisten eben auch gelernt haben, dass man das nicht tun soll, solche Sachen im Wald futtern. Jetzt kommt natürlich diese Ökobewegung daher, zu der wir hier auch irgendwo gehören natürlich auf diesem Kanal. Diejenigen, die meine Videos gucken, darf ich da wohl dazu zählen und mich selber natürlich auch in den großen Topf auf jeden Fall reinschmeißen. Und dabei sind jetzt eben halt auch diejenigen, und das ist so die zweite Gruppe und die stößt mir etwas sauer auf, die diese Statistik wohl irgendwo rausgefunden haben, die es eben zum Bandwurm gibt, zum Fuchsbandwurm und die dann halt eben besagt, dass man nicht nachweisen kann, dass das jemand mal durch Verschlucken bekommen hat und interpretieren diese Statistik eben als Nichtfachmann so, dass das bedeutet, okay, man kann den Fuchsbandwurm von Verschlucken irgendwie nicht kriegen und gleichzeitig die niedrige Zahl an gemeldeten Fällen von Leuten, die Fuchsbandwurm bekommen haben, nehmen die auch als ultimative Wahrheit hin und entschließen dann für sich, okay, das Risiko ist scheinbar statistisch gesehen irgendwo im Mini-Bereich und ich kann ruhig mein Grünzeug so fressen. Und das ist halt eben falsch, weil diese Statistik im Endeffekt quasi fast nichts aussagt und ganz viele Wenns und Abers enthält, die uns eben nicht weiterhelfen. Und das ist so im Endeffekt der Knackpunkt, auf den ich hinaus will. Nochmal in aller Deutlichkeit, das Risiko, Fuchsbandwurm zu bekommen, ist unbekannt. Insbesondere für Leute, die halt eben in den Wald rennen und da Grünzeug fressen, beziehungsweise Beeren vom Boden und so weiter und so fort. Denn das hat die letzten Jahre, seit es eine Meldepflicht für Fuchsbandwurmfälle gibt, kaum jemand getan. So ist nun mal die Tatsache, dass eine Infektion sehr wohl möglich ist und jetzt muss man für sich selber eben entscheiden, will man aufgrund dessen, dass einem dieses Grünzeug aus dem Wald futtern, ich fasse es jetzt einfach mal als Grünzeug zusammen, so wichtig ist, dass einem das Infektionsrisiko, naja, nicht egal ist, aber man nimmt es in Kauf. Das darf man natürlich selbstverständlich tun. Und ja, dann hat man das Fuchsbandwurmproblem für sich selber quasi abgehakt und sagt, gut,
von mir aus, das Risiko gehe ich ein. Wie gesagt, das kann ich verstehen. Und wer das so machen möchte, der ist damit aus dem Schneider sozusagen und raus aus der Diskussion. Diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich will das Risiko eigentlich nicht eingehen, würde aber trotzdem gerne Grünzeug aus dem Wald futtern, für die würde ich jetzt gerne noch mal kurz zusammenstellen, was man denn da beachten muss, beziehungsweise was denn die sichersten Pflänzchen sind, die man da kriegen kann. Und zwar, es hängt zunächst mal natürlich das Risiko, also sagen wir mal so, es gibt keine sichere Pflanze, die gibt es gar nicht. Also es kann potenziell möglich sein, dass überall halt eben ein bisschen Fuchsscheiße dran klebt und damit Fuchsbandwurmeier oder dass die aufgestäubt und irgendwo anders hingekommen sind und jetzt da dran kleben. Das kann potenziell immer sein. Die Chance, dass das so ist, wird wahrscheinlich wirklich enorm niedrig sein, aber das kann niemand genau sagen. Das ist also rein spekulativ, wenn ich sage, das ist super, 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 super unwahrscheinlich. Es ist Fachmann spekulativ, aber trotzdem immer noch spekulativ. Ja, aber wo findet man denn mit der höchsten Wahrscheinlichkeit keine Fuchsbandwurmeier? Beziehungsweise man kann andersrum, wo findet man denn welche? Machen wir Letzteres zuerst. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit könnte es eben sein, dass Pflanzen kontaminiert sind, die um erhöhte Punkte herum wachsen, also um irgendeinen erhöhteren Stein, einen Baumstumpf mitten im Gelände, der irgendwie so aussieht, als ob der jetzt so ein prägnanter Teil der Landschaft wäre, wo, wenn man da eben Fuchsscheiße drauflegt, die dann auch gefunden wird. Fuchsscheiße soll ja gefunden werden, das habe ich im ersten Teil, im eigentlichen Teil vom Fuchsbandwurm ja auch schon erzählt. Sowas von solchen Gebieten da drumherum schon mal eben nichts sammeln, dann hat man nämlich eine ganz gute Chance, dass man, wenn man von dieser Stelle eben einen Abstand von 10 Metern einhält oder was, sind die Chancen, dass da drumherum der Fuchs alternativ hingeschissen hat, anstatt auf diesen Stein, wo es halt dann eben prädestiniert wäre, sind da dann relativ gering. Also damit wäre man quasi, wenn man dieses Ding als rote Todeszone quasi klassifiziert und nur außerhalb dieser Zone bleibt, ist man im relativ sicheren Bereich. Dann wichtig ist natürlich noch, dass man schaut, dass man nicht in irgendwelchen Wegen sammelt, weil Wege, in egal welcher Form, ob es jetzt nur ein Wildwechsel ist, also ein vom Tier gemachter Weg oder ein menschlicher Weg oder den gleichen Vorstraße, jeder Weg wird auch vom Fuchs benutzt. Der hat auch keinen Bock, die ganze Zeit durchs Unterholz zu rennen, und wenn er gerade kann, weil keiner da ist, dann läuft er auch über den Weg. Und gerade Wege, die er häufig benutzt, und das werden auch Vorstraßen und sonstige Wege sein, die wir auch benutzen, markiert er gerne, und deshalb niemals am Weg irgendwelche Sachen in Bodennähe sammeln. Ich habe ja bereits im ersten Teil gesagt, Zeug, das nicht in Bodennähe wächst und weiter oben, zum Beispiel irgendwelche hohen Brombeersträucher, da kann man bedenkenlos, naja, auch wieder nicht bedenkenlos, auch da gibt es wieder so Mini-Risiko, aber da würde ich zum Beispiel problemlos mein Zeug sammeln und mir nichts dabei denken, sagen wir es mal so. Grundsätzlich kommt es dann noch darauf an, in welcher Landschaft man sich befindet, wie stark ist die Fuchspopulation jetzt in der Region, in der ich gerade bin. Wenn man das nicht weiß, dann sei so ganz, ganz grobe Richtlinie gegeben, dass der Fuchs vorzugsweise eher sich im Flachland aufhält und weniger in die höheren Bereiche der Berge geht, weil da gibt es weniger zu futtern. Grundsätzlich ist der Fuchs, wenn er dann wild lebt, vom Stadtfuchs will ich gar nicht anfangen, auch immer da anzutreffen, wo viele Mäuse sind. Und viele Mäuse sind da, wo es viel Unterholz und Schutz für die Mäuse gibt, sodass die dann quasi durch die Gegend wuseln können, ohne vom Fuchs gefressen zu werden, also viel Deckung haben. Also in für Mäuse gesehen deckungreichen Gebieten gibt es logischerweise dann auch viel Fuchs, und da ist zum Beispiel das Risiko, wieder vom Fuchsbandwurm zu bekommen, wenn man da irgendwelche Bodenpflanzen futtert, also dann zum Beispiel den Sauerklee oder den Waldmeister oder auch in den Kommentaren schon genannt, ist da natürlich dann wieder besonders hoch. Ganz allgemein kann man auch sagen, für die Heidelbeer- und Preiselbeer-Freunde, oben auf den Gebirgen, so ab 800 Meter, nimmt die Fuchspopulation stark ab.
Meistens. Also es gibt hier keine ultimativen Sicherheitsratschläge. Es gibt nur weniger gefährliche und mehr gefährliche Gebiete. Wie gesagt, das habe ich schon häufiger gesagt, aber ich wollte das noch mal wirklich festhalten, damit das auch wirklich klar ist. Oberhalb von 800 Metern weniger Fuchs. Nicht kein Fuchs, nur weniger Fuchs. Damit ist das Risiko, wenn man also auf dem Berg seine Heidelbeeren, Blaubeeren sammelt, nochmal erheblich geringer. Und wenn man da dann auch wieder dieses, okay, exponierter Stein, aha, da könnte er hinscheißen. Das heißt, wenn er da hinscheißt, dann scheißt er nicht um die Umgebung. Also kann ich in der Umgebung, ne, wiederum wieder mal ein bisschen sammeln. Gut, wichtig ist noch Waschen der gefundenen Beeren, gerade im Fall von Beeren. Bringt das was? Ja, das bringt sehr wohl was. Klar, kann man natürlich eben die Eier auch abwaschen. Es kann auch passieren, dass trotzdem noch welche dranbleiben, aber das Infektionsrisiko verringert sich mit Sicherheit auch erheblich durch Waschen. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Kompromisslösung. Er sammelt trotzdem Beeren, aber er wäscht sie nochmal, bevor er sie isst. Sicher ist Waschen eben auch nicht. Aber erheblich sicherer als einfach so direkt aus dem Wald. Mampf, 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 mampf. Muss jeder irgendwo seinen eigenen Weg finden, wie er eben mit der Fuchsbandwurm-Thematik umgeht. Wenn man jetzt möchte, kann man natürlich auch das Zeug von überall sammeln und sich daraus grundsätzlich nur Marmelade kochen. Dann ist man tatsächlich auf der sicheren Seite. Also das wäre alles, ich habe ja schon beim ersten Teil erwähnt, ne? Wenn man das Ding kocht, dann ist es auch kaputt. Also das ist auch noch eine Option, beziehungsweise man isst seinen Waldmeister nur als Spinat oder seinen Sauerklee nur als Spinat. Aber auch Waldmeister und Sauerklee kann man kurz einmal abwaschen und sei es auch nur in den Bach halten. Und damit sind wir bei einem sehr, sehr, sehr interessanten Thema, was noch von einem Kommentar angesprochen wurde. Nämlich, wenn so ein Fuchsbandwurm-Ei ja in irgendeiner Form ins Wasser kommt und wir trinken dieses Wasser, können wir uns auch dann infizieren? Selbstverständlich gibt es dazu jetzt natürlich überhaupt keine Daten. Also es gibt ja schon zu den anderen Sachen so gut wie gar keine Untersuchungen und kaum Daten. Und zum Risiko mit Fuchsbandwurm-Eiern oder auch eben halt diesen Miniaturlarven, potenziell wäre es ja auch möglich, dass die irgendwie ins Wasser gekommen sind, die durch Wasser aufzunehmen. Es gibt keinen naturwissenschaftlichen Grund, der dagegen spräche, dass das möglich sein kann. Wie wahrscheinlich das ist, ist jetzt natürlich wieder die Frage. Also nehmen wir mal an, dass wir unser Wasser in dem Moment trinken, wo halt eben ein paar Minuten vorher meinetwegen in der entsprechenden Fließgeschwindigkeit des Baches tatsächlich irgendwie durch ein anderes Bächlein, in dessen Nähe dann mal ein Fuchs halt was hat fallen lassen. Das ist ins Wasser geraten, dann die Eier sind da halt eben den Fluss runtergeschwommen und schwimmen in dem Moment quasi an uns vorbei, wo wir hier diesen machen, dann wäre es denkbar, dass man auch durch diesen Wege sich Fuchsbandwurm holen könnte. Wie wahrscheinlich das allerdings ist, das überlasse ich jetzt wirklich eurer Fantasie. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich noch mal geringer sein wird als alle anderen Infektionswege, weil das müsste ja wirklich gerade in diesem Moment Fuchsbandwurm-Eier da vorbeischwimmen. Und mit großer Sicherheit liegen die wirklich nicht zu Abermillionen einfach auf dem Waldboden rum. Ist unwahrscheinlich. Und zwar haben die eine hohe Haltbarkeit von 7 bis 8 Monaten, bis sie dann irgendwann kaputt gehen. Aber nach 7 bis 8 Monaten gehen sie dann halt doch auch irgendwann kaputt. Und so lange ist das jetzt auch nicht, dass man jetzt sagen kann, die Fuchsbandwurm-Eier reichern sich über Jahrzehnte quasi im Waldboden an und sind dann überall, früher oder später. Ja, also das sind die Fakten, wie ihr mit dem Risiko umgehen wollt. Wie gesagt, ist euch überlassen. Ich weiß es nicht. Ich bin da teilweise selber so ein bisschen... Ich bin da inkonsequent. Ich habe Tage, da sage ich, ach was, da wird jetzt schon kein Fuchsbandwurm dran sein und mampf das Zeug dann halt so. Und dann habe ich wieder Tage, ich weiß nicht, vielleicht ja doch. Und dann mampf ich es eben entsprechend gar nicht. In einer Notsituation, wenn ich wirklich darauf angewiesen bin, draußen in der Natur was zu mampfen und das nicht nur zum Spaß mache, dann würde ich es einfach wirklich völlig ignorieren, das Thema Fuchsband, also nicht völlig ignorieren, also auch da dann wieder nicht am Wildwechsel, nicht in der ganz direkten Umgebung von exponierten Punkten, wo er halt dann eben hinscheißt. Und ja, aber das wäre dann auch meine einzige Sicherheitsmaßnahme, wenn ich jetzt langfristig aus dem Wald dann halt eben leben müsste. Das waren jetzt nur noch mal so die Gedanken, die ich noch zum Fuchsbandwurm hatte, als ich eben eure Kommentare gelesen habe. Und
Ja, dann war da noch was, was mich auch nachdenklich gemacht hat. Die armen Kinder, das ist doch mit denen eben so schön, dass man mit denen im Wald Beeren sammeln kann und eben direkt verzehren, dass das für die Kinder halt so toll ist. Da blutet mir so ein bisschen das Herz, weil ich das durchaus nachvollziehen kann, dass das für die Kinder mit Sicherheit toll ist, aber das ändert auch irgendwo nichts an der Tatsache, dass das mit dem Wurm halt eben nun mal trotzdem vorhanden ist. Je jünger man sich den holt, desto bescheuerter ist es irgendwo. Andererseits überlebt man es dann auch noch eher. Also wenn du ein alter Sack bist, in Anführungszeichen, der sich den Fuchsbandwurm holt, ist diese Therapie, die ja wie gesagt quasi Krebstherapie ist, Chemotherapie oder theoretisch könnte man das Ding auch zu bestrahlen versuchen, das geht alles. Dieses Bandwurmgewucher, das ist in jedem Fall nicht unbedingt angenehm. Aber gut. Ja. Das wäre zum Fuchsbandwurm jetzt aber, glaube ich, wirklich gewesen. Sollten trotzdem noch Fragen bestehen, selbstverständlich dürft ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn es nochmal was Interessantes dabei gibt, dann gibt es halt nochmal so ein Video wie dieses hier, wo wir dann nochmal auf Details eingehen. Ne? Also, dann wünsche ich euch was und hoffe, dass ich es bis morgen irgendwie schaffe, diese ollen Videos hier hochgeladen zu bekommen. Macht's gut!